Was würdet ihr machen? Würdet ihr das, was da drin ist, in den roten einbauen? Oder würdet ihr hier ein neues Getriebe einbauen, ein bisschen Rost machen, ein bisschen TÜV? So ist das um 11 Uhr morgens vorm Elbtunnel, im Regen, im Stau. Typisch Hamburg. Man darf sich nicht aufregen, das kennt man eigentlich. Ich bin auf dem Weg und zwar schaue ich mir für Tim einen T4 an. Der ist mit Motorschaden und ziemlich verrostet und so, aber der hat eine ziemlich gute Innenausstattung. Und wenn alles gut geht, kaufe ich ihn heute und dann bauen wir in einer der nächsten Videos einfach den kompletten Innenraum, den Camper-Innenraum, in Tims Bus um. Ich weiß nicht, ob ihr das Video von Tim schon gesehen habt. Ich verlinke euch das nochmal unten. Wenn euch das interessiert, dann einfach jetzt schon mal ein Abo da lassen und Daumen hoch. Und viel Spaß bei diesem Video. Weil das Wetter ja gerade ziemlich schlecht ist, setze ich mir einmal kurz rein. Also die Innenausstattung ist halt so ein kompletter Camper-Umbau, original damals gewesen. Und die ist in wirklich gutem Zustand. Der Bus hat leider einen Getriebeschaden und die Karosserie hat sich auch an vielen Stellen schon verabschiedet. Aber der T4, den wir damals umgebaut haben, der ist natürlich karosserietechnisch gut, Lack schlecht, aber Innenausstattung war sehr, sehr bedürftig. Und das nehmen wir jetzt hier raus und bauen das in den anderen ein. Den Motor, der selber ist mal überholt worden, den kann man also auch noch weiter veräußern. Der Rest wird wahrscheinlich dann irgendwie auf dem Schrott wandern. Das ist nicht erhaltenswürdig. Aber gut, damit sind wir bei dem T4 von Tim schon mal eine ganze Ecke weiter und haben alles, was man so als Ersatzteil braucht, hat man dann quasi hier und kann sich das abbauen. Und der Rest geht zu Kiso. Several days later. Tim, was machen wir heute? Wir holen den Bus ab. Noch einen. Noch einen. Der Trend geht zum Mehrfahrbus. Man braucht ja mehrere Busse. Ja. Und wir stehen mal wieder im Elbtunnel. Nee, wir fahren Stau. Noch. Ja, aber Katastrophe schon wieder Hamburg, ne? Die Autobahn ist schon wieder dicht. Richtig schlimm. Ja, das ist Hamburg. Aber ja. Der Bus steht seit einer Woche genau da, wo ich ihn damals gekauft habe. Und ich habe einen AirTag reingeschmissen. Dementsprechend steht er da auch wirklich noch. Oder ein AirTag liegt jetzt auf der Straße. Und wir haben uns entschieden, wir werden versuchen, den zu fahren. Mal sehen, ob das klappt. Dann wird es jetzt spannend. Schlüssel brauchst du noch. Wo ist er? Hier vorne, ne? Ja. Ich hab zu viele Busschlüssel. Was für viele Busse? Zwei Stück. Zwei Stück sind zumindest einer mindestens zu viel. Mal sehen, was er sagt. Wir sehen ihn ja heute zum ersten Mal. Da gibt keinen TÜV mehr. Also auch kein Spiegel mehr. Mal sehen, ob er startet, oder? Weißt du, wie lange der hier schon steht? Ja, wahrscheinlich. Auch ein Klauhaken. Das Schloss ist kaputt. Da hat schon mal jemand mit dem Polenschlüssel aufgemacht. Ja. Macht schon was her, ne? Ja, der ist schon hübsch, oder? Ja. Und der ist auch wirklich gut gepflegt. Ja, hier muss man halt mal sauber machen, aber ja. Ansonsten. Das ist, kein Wrack. Ja, es ist guter Rad teuer, ne? Was ist, wenn du die Batterie wechselst? Kannst du denn den anderen trotzdem starten? Ja, klar. Dann geht nur kein Licht, oder wie? Ne, der kriegt ja über den DC-DC-Wanderstrom, der lädt ja dann seine Batterie. Okay, gut. Also bauen wir die mal um und gucken wir mal.
Aus dem einen Schrottbus in den anderen Schrottbus. Ja. Wie redest du über meine Busse? Oh Mann, also das hier ist auch Busland, ne? Guck mal, da hinten stehen auch noch zwei Busse. Und da fährt auch einer vorbei. Ja. Ich wollte einmal unter die Motorhaube gehen. Wir gucken mal unter die Motorhaube. Das sind noch die Reste von dem Keilriemen. Da ist eine in der Rolle da. So, nu? Wir gucken mal, ob wir ihn starten können. Überbrücken? Ja. Und gucken, ob der startet. Ja. Oder ob er blockiert. Jetzt haben wir den mal ein bisschen nach hinten gerollt. In der Hoffnung, dass wir jetzt den anderen Bus da vorstellen können, damit wir ein bisschen Kraftstoff hinkriegen. Weil bevor wir jetzt anfangen, die Batterie auszubauen, ist erstmal gucken, ob der Motor läuft. Wenn er nicht läuft, dann müssen wir nochmal wiederkommen mit dem Anhänger. Sonst macht das alles keinen Sinn. Weiter, stopp! Jetzt hat er hat vorgeglüht, ja. Probier mal. Das hört sich doch gut an. Können wir mal ein Lachen haben? Der Bus läuft. Jetzt aber jetzt fährt, wissen wir natürlich nicht, weil wir das Getriebe soll ja auch einen Deck haben. Ne? Aber wir bauen jetzt die Batterie um und aber ist auch angesprungen wie ein Bietje, ne? Sofort. Okay, dann Batterie umbauen. Man kann es, glaube ich, hören, ne? Das Getriebe hat wirklich einen weg. Aber lässt sich ganz gut schalten. Scheint irgendwie ein Lager zu sein oder so. Fährt sich auch ganz gut. Kühlwasser war zu wenig, das blinkt. Und lädt halt die Batterie nicht. Ne? Aber die Motorkontrolle euch das nicht an. Wundert mich so ein bisschen. Vielleicht ist auch irgendwas anderes. Also irgendein Riemen ist abgegangen. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was das Problem ist. Ach, Drehzahlmesser geht auch nicht. Fällt mir gerade auf. Ah, spannend. Gut. Der Tank ist auch relativ leer. Das heißt, wir fahren jetzt mal in die Tanke und tanken mal 10 Liter rein und dann stellen wir das Auto bei mir in die Tiefgarage. Ja? Weil das ist im jeden Gang gleich. Okay. Das ist absolut drehzahlabhängig. Okay. Also geschwindigkeitsabhängig. So, für alle, die sich mit Technik auskennen, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr glaubt, was hier kaputt ist. Und zwar, ich fahre jetzt gleich in meinem ersten Gang an und werde auch gleich nochmal die Kupplung treten während der Fahrt. Und das Geräusch ist schon Drehzahl, geschwindigkeitsabhängig. Und ist irgendwie weg, wenn ich die Kupplung trete. Hört euch das mal genau an, vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was das Problem ist. Ich glaube, jetzt konnte man ganz gut hören, dass das Geräusch erst im zweiten Gang anfängt und es ist geschwindigkeitsabhängig, es ist nicht drehzahlabhängig. Das heißt, wenn ich im vierten oder im fünften Gang bin bei der gleichen Geschwindigkeit, ist die Geräuschkulisse bzw. die Tonfrequenz von dem Geräusch gleich. Jetzt bin ich gespannt, jetzt seid ihr gefragt, woran liegt's? Was könnte das sein? Also wird natürlich im Getriebe sein, aber was genau im Getriebe ist kaputt? Vor allen Dingen, was ist der Unterschied zwischen dem ersten Gang und den weiteren Gängen, außer dass die wahrscheinlich nicht synchronisiert sind? Das könnt ihr mir jetzt mal unten in die Kommentare schreiben. Und wir bringen den Bus jetzt mal in die Tiefgarage und dann wollen wir das Dach nochmal aufmachen. Also wir sehen uns gleich wieder. Dranbleiben.
12,8, das ist jeder, das ist lächerlich. Alles, was bis 12,5 Volt ist oder 12 Volt, das, kannst du fahren. Gut, jetzt ist ja kein Strom drauf, das heißt, da zeige ich natürlich ein bisschen mehr an. Also mit anderen Worten, mit voller Batterie kannst du auch noch eine ganze Ecke fahren. Der Motor läuft doch super. Der Motor läuft super, das Getriebe ist, wie gesagt. Ne? Aber ansonsten wäre natürlich interessant gewesen, den jetzt nochmal auf die Bühne zu nehmen und einmal zu gucken, was er sonst noch hat. Was man jetzt für einen TÜV bräuchte. Ja. Ja, das wäre interessant. So. Aber wir machen das Dach jetzt nochmal auf, dass wir nämlich noch sehen, wie das Dach aussieht. Boah, das sieht richtig gut aus. Braucht vielleicht nochmal neue Dämpfer. Ach, da ist ja keine Dämpfer. Das Dach sieht richtig gut aus. Ja, den Faltenbalken müssen wir vielleicht mal noch erneuern. Ja, weil 30 Jahre alt ist, ne? Ja. Das ist vernietet hier hin. Das kriegst du nicht weg. Einfaches anders. Wie geil. Oh, das sind teure Batterien. Das waren teure Batterien. Ja. So, wir haben uns das nochmal angeguckt. Und eigentlich war das ein guter Kauf. Den muss man mal sauber machen, aber der ist ja nicht... Das ganze Ding muss man sauber machen, aber so schlimm sieht er einfach nicht aus. Und jetzt ist die Frage, gekauft wurde der eigentlich, um das alles in den roten einzubauen? Aber, ja, gute Frage. Was würdet ihr machen? Würdet ihr das, was da drin ist, in den roten einbauen? Oder würdet ihr hier ein neues Getriebe einbauen, ein bisschen Rost machen, ein bisschen TÜV? Das ist allerdings noch so eine Wundertüte, weil wir nicht genau wissen, was für den TÜV, der fällig ist, alles passieren muss. Könnt ihr mir jetzt unten in die Kommentare schreiben. Und in einer der nächsten Videos löse ich das dann auf, was wir mit dem Ding gemacht haben. Ob er wieder instand gesetzt worden ist oder ob wir alles von A nach B umbauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann jetzt mal ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Und es geht weiter in einer der nächsten Videos.